Elias traute seinen Augen nicht. Er wusste, es war etwas passiert, noch bevor er richtig wach war. In der morgendlichen Stille der Wohnung war wie üblich das Klingeln der Straßenbahn zu hören, das Klappen der Absätze auf dem Bürgersteig, das Hochziehen der Rollläden vor dem Tabakladen gegenüber und das ungeduldige Knurren der Automotoren. All diese Geräusche kannte Elias. Dieses Mal jedoch mischte sich etwas Neues, Unbekanntes und höchst Merkwürdiges mit hinein. Es klang so. Elias öffnete die Augen. Im Zimmer nieste jemand. Da gab es keinen Zweifel. Es war ein sanftes, leises Niesen, so wie wenn ein Kätzchen niest. Danach folgte Totenstille. Elias drehte den Kopf zur Tür. Sie war zu und keiner stand drin. Er guckte zum Fenster. Auch dort war niemand. Dann erinnerte er sich an das Ei. Schnell blickte er in das Nest neben seinem Bett. Es war leer. Nur die eine Hälfte der Schale lag drin und ein paar kleine gelbe Federchen. Elias sprang auf, als stünde er unter Strom. Zuerst schaute er unter das Bett. Außer einem unscheinbaren kleinen Federchen war dort nichts zu finden. Er durchsuchte genauestens alle Ecken des Zimmers. Nichts. Hinter dem Schrank fand er die andere Hälfte der Schale. Er schaute in der Garage nach und in seinen Hausschuhen. Was war passiert? Wo hatte sich das Küken versteckt? In seiner Verzweiflung durchwühlte Elias auch sein Bett. Er knöpfte den Kissenbezug auf, schob das Bettlaken zurück und zog den Bezug von der Bettdecke ab. Aber das Einzige, was er damit bewirkte, war, dass er nun selber niesen musste. »Hast du Schnupfen? Hast du dich erkältet?« Die Mutter öffnete die Tür und blieb wie angewurzelt stehen. »Elias, spinnst du? Was machst du? Gräbst du dein Bett um?« Elias stutzte und guckte auf sein Bett. Tatsächlich, es sah aus wie ein frisch umgegrabenes Feld. »Ich wollte dir helfen, die Bezüge zu wechseln«, stotterte Elias verlegen. Doch mit seiner leisen Stimme, mit der die Mutter nicht hören konnte, schrie er: »Ich suche den Vogel, der heute Nacht aus dem gelben Ei geschlüpft ist.« Die Mutter seufzte, verdrehte die Augen und schüttelte den Kopf. Ihre Prinzessinnenhaare flatterten ein wenig um die Schultern und Elias bemerkte, dass er auf der rechten Seite ein bisschen mehr abgeschnitten hatte als auf der linken. Er hätte gerne gewusst, ob es der Mutter auffiel. Aber wahrscheinlich war sie noch nicht im Badezimmer gewesen und hatte noch nicht in den Spiegel geschaut. »Schon wieder kein blaues Hemd«, jammerte Vater aus dem Schlafzimmer. »Jemand klaut sie mir wohl!« Mutter hörte auf, sich mit Elias Bett zu beschäftigen und ging Vaters Hemdenproblem lösen. Nieste es hinter Elias. Mit einem Ruck drehte er sich um. Seine Augen suchten in der Richtung, aus der das Niesen gekommen war. Er hatte das Gefühl, dass es aus dem Karton mit den aussortierten Autos kam. Er beugte sich hinunter und erstarrte. Auf der Leiter des Feuerwehrwagens saß er. Es war klein wie ein frisch geschlüpftes Vogeljunge, aber es war kein Vogeljunge. Es hatte kleine Beinchen und noch kleinere Ärmchen. Es hatte zwei nackte Flügelchen, die nur hin und wieder mit kurzem gelben Flaum bedeckt waren. Es trug ein hellblaues Kleid und eine dunkelblaue Schürze mit zwei Taschen. Es hatte eine Nase, einen Mund, Augen, weiße Härchen und hinterm Ohr klebte eine Spitze der Eierschale.
Es hatte auch Falten im Gesicht. Es war eine Oma, eindeutig. Sie hatte keine Strumpfhose an, bibberte vor Kälte und setzte schon wieder zum Niesen an. Elias fielen fast die Augen aus dem Kopf. Er ahnte, dass das, was ihm zugestoßen war, etwas sehr Außerordentliches war. Etwas, was vielleicht einem Menschen unter Millionen zustößt. Er hatte eine Oma bekommen. Eine, die zwar nicht so aussah, als wäre sie Meisterin im Kugelstoßen, sie hatte auch keinen tätowierten Kopf, aber dafür war sie seine und nur seine. Er war sich da so sicher, wie es sicher war, dass er das gelbe Ei ganz alleine gefunden, es ganz alleine aus dem Matsch herausgezogen und es alleine nach Hause gebracht hatte. Und dass er sich ganz alleine darum zu kümmern hatte. Eine Oma zu haben, war ein ungewöhnlicher Gedanke für Elias. Das war nicht dasselbe wie einen Ball, ein neues Spielauto oder Inline-Skates geschenkt zu kriegen. Mit einer Oma würde sein Leben ganz anders sein. Endlich würde Elias es genauso gut haben wie andere Kinder. Seine Oma würde ihm Märchen vorlesen, Karamellbonbons im Pfännchen machen, mit ihm in den Park gehen, Schwarzer Peter spielen und ihm lustige Geschichten erzählen. Sie würde immer Zeit für Elias haben. Aus dem Autokarton ertönte wieder ein Niesen. Elias sah, dass die Zähne der Oma vor Kälte klapperten. Er nahm seine Mütze, die auf dem Kleiderständer hing, und legte sie in den Karton. Dann half er der Oma von der Feuerwehrleiter herunter und bettete sie auf die Mütze. Die Oma gähnte, schloss die Augen und schlief zufrieden ein.